Oh, da sieht es schon viel dunkler aus als sonst. Aha. Und natürlich hier wieder Zidormi, die auf das alte Gebiet switchen kann, wenn man das denn möchte. Aber wir müssen natürlich erstmal hier gucken, wo wir den Magni finden. Moment, sehe ich nur die Sprechblase und nicht unseren da drin, hä? Da bin ich. Azeroth schreit vor Schmerzen. Hab ich jetzt irgendwas vergessen? Hab ich irgendwas mitbringen müssen? Oh! Befragt vor Vorion über den verderbten Gegenstand. War der auch da? Ich habe das gar nicht gesehen. Muss ich jetzt nochmal zurück deswegen? Muss ich halt mal gucken. Artefakt. Nö, das ist was anderes. Kampagne. Da hier. Trefft euch mit Magni. Hallo, ich bin da. Hallo. Der sieht mich nicht. Diese Steine stecken voller Geschichte. Einfach ist es nie. Ich mache jetzt mal kurz einen Reload und stell mal das hier ab. So. Vielleicht funktioniert dann die andere. Funktionieren dann die anderen Sachen auch besser. So. Mal gucken. Grüße. Der will nichts von mir. Vergesst eure Pflicht gegenüber Azeroth nicht. Ach, aber mein Questlog geht jetzt wieder. Er sollte nie. Aber vielleicht bin ich nicht am richtigen Platz. Außerhalb des Mogushan-Gewölbes. Ich bin ja hier drin. Weil die Instanz wäre ja hier irgendwo. Mogushan-Palast. Lehrenleitung, okay. Und hier? Auch nicht? Also entweder bin ich am falschen Punkt. Irgendwie zeigt es der Pfeil. Aber das ist wahrscheinlich nicht der richtige. Ah, ich bin hier falsch. Also das Add-on hier, das ist auch ziemlich nervig, wenn das nicht richtig. Ja, ich bin vor dem falschen Teil. Okay, alles klar. Ich dachte, ich muss hier gleich ins Tal der ewigen Blüten. Aber der Magni hier, aber finde ich doof, dass er dann hier schon zu sehen ist. Der spricht wahrscheinlich erst mit mir, wenn ich das andere da oben erledigt habe, könnte ich mir vorstellen. Ich habe ja in letzter Zeit hier gerade in Pandaria einmal durchgequestet, weil ich das mit der noch nicht hatte. Mit dem Charakter. Fand es übrigens wieder sehr, sehr schön, die Geschichte erleben zu dürfen und überhaupt auch diesen Pandaria-Flair, weil ich den eigentlich, der hat mir eigentlich schon immer gut gefallen. Und habe dann natürlich dann auch die Weltbosse immer mal einmal quer durchgelegt, weil ich ja die Mounts davon auch noch nicht habe. Und fand es eigentlich mal ganz schön, wieder so ein Abstecher in so alte Gefilde. Das fand ich ganz gut. Das war mir jetzt irgendwie gar nicht mehr bewusst, dass das Mogushan-Gewölbe irgendwo da hinten ist. Bin jetzt davon ausgegangen, dass es da, wo der Palast ist, auch. Man vergisst aber wahnsinnig viel. Also gerade als ich hier gequestet habe,
ist mir das aufgefallen. Klar, in dem Moment, wo es passiert, weiß ich, ah ja, stimmt, so war das und das gibt's ja auch noch, aber man vergisst wahnsinnig viel dann über dem aktuellen Content da, der einen ja auch ziemlich gut beschäftigt. So, hier sind wir jetzt hoffentlich richtig. Oh, da liegen auch schon lauter Leichen rum. Wie vorhin auch. Oh, Vorsicht, Champion! Das ist versiegelt. Einer der Mogo lebt noch. Da ist zu. Geehrter Sprecher, ich muss mit euch reden. Jetzt ist er weg. Was? Wie liegt er da? Na sowas. Ist umgekippt. Total entkräftet. Ihr seid Verbündete des Sprechers? Wir müssen die Mantis aufhalten. Sie dürfen nicht das Gewölbe besetzen. Ich muss euch zu meinen Leuten bringen. Geht voran. Er liegt da. Erschöpft und fertig. Und ich sag, geht voran. Wir müssen uns beeilen. Steht er wieder auf. Die Mantis. Und schon liegt er wieder da. An eurer Seite. Nix da. Bernformer Rupiak. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die haben da am Hunter ein bisschen was verändert oder an der Pet-Aggro oder so. Kann zwar sein, dass ich mich da irre, aber... Unsere Schwärme sind endlos. Was sollen wir jetzt tun? Ja, findet, sag du mir das. Meinen Clan. Oh. Jetzt ist er tot. Oh nein. Ja, wo sollen wir jetzt denn deinen Clan finden? Braucht uns, Champion. Die Bärenbarriere sieht praktisch undurchdringbar aus. Ich denke, wir befinden uns in einer Sackgasse. Ja, also es sieht wirklich sehr, sehr zu aus. Unsere Welt muss geheilt werden. Vielleicht finden wir hier ja irgendwelche Indizien, die uns sagen... Wo das ist? Der tote Mogu hält ein Siegel fest in der Hand. Es trägt das Symbol seines geheimnisvollen Clans. Wenn ihr seinen Clan ausfindig macht, könnt ihr womöglich mehr über die Invasion der Mantis im Mogushan-Gewölbe in Erfahrung bringen und einen Weg finden, um sie zurückzuschlagen. Lehrensucher Cho ist in Pandaria für sein großes Wissen bekannt. Vielleicht kann er den Ursprung des Mogu-Siegels ergründen. Bringt das geheimnisvolle Mogu-Siegel zu Lehrensucher Cho im Heim des Wissens im Tal der ewigen Blüten. Wenn alle in seinem Clan wie er sind, wären sie vielleicht bereit, uns zu helfen. Von den Siegeln der Mogu-Clans habe ich keine Ahnung. Aber Lehrensucher Cho, ganz sicher. Treffen wir uns am Heim des Wissens. Alles klar. Er beamt wieder hin und ich muss wieder mühevoll hinfliegen. Was tut man nicht alles? Da hat seine Magie wohl Grenzen. Dass sie mich nicht mitnehmen kann. Ach, genieß mal die Ruhe hier ein bisschen. Die schöne Aussicht. Also wenn das Land hier sehr friedlich wäre, dann wäre es hier auch wirklich wunderschön eigentlich. Also mal jetzt abgesehen davon, dass es hier jetzt relativ trocken ist, das sieht man ja, eher ein karges Gebiet, aber so eben mit den Bergen und so, ist das schon schön. Irgendwie kommt mir das total langsam vor, aber wahrscheinlich nur, weil man so hoch in der Luft ist. Und eigentlich fliege ich ja immer schon recht schnell. Was ist das denn? Zeichen des Krieges? Achso, ja, heute ist... Es ist Dungeon-Woche. Da
sind inzwischen so viele Sachen aktiviert. Und da wird es schon wieder düster. So, jetzt mal an der richtigen Stelle. Hallo Joe, lange nicht gesehen. Pandaria heißt euch willkommen. Also wurde das Mugushan-Gewölbe von den Matiss angenommen? Wahrlich eine merkwürdige Wendung, auch wenn sie mich nicht wirklich überrascht. Es jedoch mit Hilfe der Mugu zurückzuerobern zu wollen, das hätte ich nicht erwartet. Ich hatte keine Ahnung, dass sie zur Kooperation bereit wären. Ich denke mal, das sind ein bisschen andere Mugu, vermute ich mal. Ihr sagt, ein Mugu hätte euch um Hilfe gebeten? Das ist sehr ungewöhnlich. Ich helfe euch gern, den Ursprung des Siegels zu ergründen. Um ehrlich zu sein, finde ich die Aussicht auf einen freundlich gesinnten Mugu-Clan äußerst verlockend. Denkt nur an die Möglichkeiten. Dann mal an die Arbeit. Wir müssen die Bücher über die verschiedenen Mugu-Clans im Tal durchgehen, um die Suche einzugrenzen. Helft Lehrensucher Joe im Heim des Wissens dabei, den Ursprung des geheimnisvollen Mugu-Siegels zu ergründen. Jede gute Geschichte... Wie ihr wisst, wurden die Mugu-Clans erneut unter dem auferstandenen Donnerkönig Lai Shen vereint. Nach seiner Niederlage begannen einzelne Gruppen Mugu, um die Herrschaft zu kämpfen. Daraus entstanden einige neue Clans. Vielleicht gehört das Siegel zu einem von ihnen. Beginnen wir unsere Suche mit die Schlangenmeister. Okay, das heißt, ich muss hier jetzt nach Büchern suchen, oder? Irgendwo, oder muss ich jetzt nochmal... Hast du noch was zu sagen? Warum sprecht ihr mich an? Das von euch begehrte Wissen findet ihr in den Folianten. Seid genügsam. Okay, dann gucken wir mal, ob hier irgendwo ein Foliant anklickbar ist. Oh, die sind sogar schon aufgeschlagen. Lese. Viele sehen die Santien als dominanten Clan. Sie kontrollieren Stürme und Wolkenschlangen. Doch nicht alle teilen diese Meinung. Ich finde aber nichts über unser geheimnisvolles Siegel. Vielleicht steckt das Geheimnis in Macht durch Blut. Dann gucken wir mal weiter. Hier ist nichts. Ist irgendwas, was leuchtet? Da leuchtet was. Ich zoome mal ein bisschen raus, dass man hier sieht, was auf der Bühne passiert. Meister der Blutmagie. Und animieren mächtige Kriegsmaschinen mit den Lebensessenzen der Besiegten. Das sieht nicht nach dem Siegel aus. Schaut, ob ihr steinerner Wille findet. Okay, steinerner Wille. Die ist schon entdeckt. Ah, da hinten. Die stolzen und störrischen Baruch verwenden die Geister der Toten, um die Statuen überall in den Ruinen als unsterbliche Krieger zu erwecken. Hier kommt das Siegel auch nicht vor. Haben wir diese Mogu etwa noch nie getroffen? Wartet, in einem Buch könnten wir noch nachschlagen. Findet der Ursprung der Mogu. Ja, weil sonst wären wir denen doch schon längst begegnet und die wären wahrscheinlich dann auch freundlich zu uns gewesen, wenn wir von denen wüssten. Da, da hinten im Schrank. Ursprünglich dienten die Mogu den Titanen als Baumeister und Wächter. Die Ergebenen des Hohen Hüters Raden nannte man Rajani. Aha, das Symbol gehört zu den Rajani. Könnten die Mogu diesen alten Clan wieder zum Leben erweckt haben? Und was ist mit Raden? Das erfahren wir vielleicht noch. Hallo. Wenn die Mogu wieder Raden folgen, könnte dies ein Ende ihrer kriegerischen Tage bedeuten. Das ist richtig aufregend.
Da wir nun wissen, wen wir suchen, bleibt nur die Frage, wo wir sie finden. Bei den ständigen Streitigkeiten zwischen den Mogu werden die verschiedenen Clans einander im Blick behalten. Und ihre Informationen könnten uns sicher zu den Rajani führen. Findet die Champions der Mogu. Sie werden die Berichte über die Aufenthaltsorte ihrer Gegner höchstwahrscheinlich bei sich tragen. Besorgt den Speerbericht der Mogu im Tal der ewigen Blüten. Möge die Jahre. Ich bleibe hier beim leeren Sucher und schaue, was er über das Gewölbe weiß. Viel Glück mit den Mogu. Alles klar. Heißt das, ich muss jetzt auch Bosse töten oder sind das bestimmte? Das werden wir gleich sehen. Und hier für die Kiste brauche ich wahrscheinlich auch wieder so einen Schlüssel. Diesmal nicht Tolvir, sondern irgend so einen Pandaren- und Mogu-Schlüssel wahrscheinlich. Oh. Gefangene Pandaren. Da ist die Kiste Truhe des Schwarzen Imperiums. Können wir da jetzt einfach ran? Ja, geläutert. Und da war auch ein bisschen was drin. Also da habe ich jetzt... Oh, da war ein Auge auch noch drin. Das heißt, er hat mich gesehen. Er hat gesehen, dass ich es geklaut habe. Jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Das sieht schon cool aus hier. Und da oben die Tentakel, die dürfen natürlich nicht fehlen. Das ist natürlich... Und hier so ein Anker, würde ich jetzt mal sagen, der alten von N'Zoth. Jetzt gehe ich einfach mal in Richtung des Pfeils. Und hier lauter so Konstrukte von denen. Es ist ja faszinierend, wie schnell die immer hier ihre Riesenmonumente hinstellen. In welch kurzer Zeit. Mal gucken, wo muss ich denn hin? Ah, da drüben. Das heißt, ich muss jetzt hier auch Bosse legen, oder? Ras. Im ganzen Gebiet. Und einer hat dann vielleicht den Speerbericht. Das ist aber jetzt ein normaler und er kann den auch haben. Okay. Ich töte auch die normalen. Das ist mir fast lieber gerade. Also wenn ich da irgendwelche Bosse suchen muss. Der hatte nix. Da kann aber jeder den Bericht haben. Scheint mir. Schwächling, ich werde dich umrufen hier. So, wer ist jetzt der Schwächling? Ich befürchte es. Aber Bericht hat keiner dabei. Ja, ha? Unsere Armeen werden euch niedertrampeln. Ich hoffe, ich muss da jetzt nicht zu viele schnetzeln. Das nervt mich immer. Ich bin da dann doch immer ungeduldig. Und mehrere mache ich jetzt auch nicht. Machen wir denn noch ein paar einzelne. Was haben wir hier? Mal Schlückle trinken, das vergesse ich immer. Ups, ich stehe in was Ungesundem. Gezähmt.
Nicht, dass ich wüsste. Wir sind für den Krieg geschaffen. Immer noch keiner. Na, kommt das mal einfallen. Unsere Armeen werden euch niedertrampeln. Oh. So geht der eigentlich. Das ist jetzt zum Beispiel normalerweise, dass der jetzt so auf mich geht, wo ich habe ja nicht geheilt oder so. Normalerweise lassen die ja nur ab von den Pets. Wenn ich dann heile, aber dass ich durch einfachen Damage die Aggro ziehe, das kenne ich jetzt nicht so. Das ist irgendwie, fühlt sich das neu an. Und die hauen natürlich wieder kräftig. Deswegen, dass mir eigentlich lieber ist, wenn die nur einzeln sind. Und die Mogu waren ja schon immer zäh zum Umhauen. Also wenn man da noch nicht so gut equipped war, dann war das so richtige... Dann hat man da immer so ewig drauf gekloppt. Ja, ich hätte gerne mal so einen Speerbericht und nicht nur irgendwelchen Stöffle. Muss ich mal gucken, dass ich mich da eher vielleicht an so Speer oder so halte. Da hier diese gut gerüsteten, die halten schon gut was aus. Ich könnte ja dann trotzdem mal meinen Gegenstand hier anziehen, wenn der besser ist, auch wenn der Verderbnis hat. Ich weiß nur nicht, was dann... Ihr erhaltet leeren Ritual. Und das auch ein Zaubern und Fähigkeit eine Chance gewährt, alle Sekundärwerte 20 Sekunden lang pro Sekunde um 7 zu erhöhen. Also dieser Bonus würde dann auch wegfallen, wenn man das läutert quasi. Von dem her, aber der Gegenstand wäre ja trotzdem noch besser als das, was ich anhabe hier, 440. Und das alte, was ich habe, ist 385. Also selbst wenn ich das läutern würde... Ich ziehe es jetzt mal an, mal gucken, was passiert. Dann habe ich jetzt hier einen... Das ist jetzt mein... Oder? Ist das der Debuff? Wenn ich das jetzt ausziehe, ist es wieder weg, ne? Ja. Und das ist das leere Ritual. Na, guck mal einfach mal. Aber wir haben immer noch... Doch, wir haben einen Speerbericht gefunden, bei dem jetzt, wo ich abgelenkt bin, da kommt der Speerbericht. Ach, ich hätte ja eigentlich beim Herzen auch das mal einsetzen können hier. Was müssen wir denn da machen? Müssen wir hier unseren Schrott verkaufen. Bei manchen Sachen... Ach, hier habe ich einen... Ah, 6 Fragmente... Wir geben dann ein so ein Relikt für einen Schlüssel. So ist das. Okay, gut zu wissen. Das ist dieses Banner. Und da muss man halt Zeug sammeln. Okay. Und das muss ich dann noch einmal einsetzen. Gut, dann können wir ja wieder zurück. Ist auch so ein ganz unheimliches Rauschen, aber das kann sein, dass das nur ich höre jetzt mit den Kopfhörern. Dass ihr das jetzt gar nicht so hört. Wie so ein Wind.
Es hört sich so ein bisschen an, manchmal, also wenn man tot ist oder so, da hat man auch so dieses Rauschen und diesen Singsang. Habt ihr einen Spielbericht gefunden? Ein detaillierter Bericht über die Truppenbewegungen und Lager der Feinde. Ausgezeichnet, das könnte uns nicht nur zu den Rajani führen, sondern auch der Verteidigung des Goldenen Lotus zugutekommen. Wahrlich wertvolles Wissen. Ihr habt die Rajani gefunden? Sehr gut! Hoffen wir nur, dass sie die Speere einen Moment weglegen und zuhören. Ich glaube schon, wenn der eine uns schon eine Hilfe gebeten hat, vielleicht sind die anderen dann auch nicht ganz abgeneigt. Dem Speerbericht nach, den ihr gefunden habt, verschanzen sich die Rajani in stillen Sanktum, das Nebelhauch überblickt. Es heißt dort, sie seien zurückgezogen und gefährlich, also sollten wir vorsichtig sein, wenn wir uns ihnen nähern. Wir sehen uns dort. Sprecht mit den Rajani im stillen Sanktum. Und wo ist dieses stille Sanktum? Da, okay. Also wenn man sich überlegt, was zu Pandaria-Zeiten hier los war und niemand hat das gefunden, haben sie sich wirklich gut verborgen. Da oben fliegt auch wieder so ein Wurm, dem wir nicht zu nahe kommen dürfen. Und sonst diesen Debuff kriegen. Oh, und hier die Augen am Berg. Augen und Tentakel, wie sie es gehört. So richtig schön Cthulhu. Okay. Da ist eine Kiste. Wollen wir uns die so schnappen können? Was? Ich bin in einen Kampf verwickelt. Wo denn? Seh nix. Oh Gott. Ist aber ein normales Viech, oder? Ja. Ich bin irgendwie eine Elite oder so. Vielleicht. Ob es sind zwei. Ein Wurm. Oh, super. Ein Wurm und einer da drauf sitzt. Ihr kämpft gegen ein unumgängliches Ende. Ein unumgängliches Ende. Ich. Oh, nee. Kommt doch mal einer. Mit dir. Noch 3 Sekunden auf tot stellen. Ja, wie wär's, wenn ihr mir mal helfen würdet hier? Da, den da. Da, guck mal, die kriegen das nicht mal angetankt hier. Normal haben die das immer schon aus der Entfernung quasi geschafft. So, da hinten ist schon wieder Respawn. Der da. Nee, ich will aber looten. Ohne zu adden. Oh, da gibt es noch einen Flugpunkt. Sehr schön. Meister der Schlangen? Also doch Schlangen irgendwie. Aber das sind wahrscheinlich eher die Flugschlangen, nicht die Schlangen-Mugu. So, jetzt gucken wir mal, was hier gibt. Aha, okay, das halt, sind die... Fremdling. Ihr seid hier nicht willkommen. Redet man denn so mit dem Sprecher von Azeroth? Der Sprecher? Was hat das zu bedeuten? Die sehen aber schick aus.
Ihr scheint zum Sprecher zu gehören, also seien euch einige Worte gestattet. Aber beeilt euch, die Rajani haben wenig Geduld mit Eindringlingen. Zeigt Sturmsprecher Kian das Siegel. Zuos Siegel, woher habt ihr das? Er wurde von einem Mantis getötet und sagte mir, ich solle euch aufsuchen. Dann war seine Mission ein Fehlschlag. Das hatte ich bereits befürchtet. Es war zwar nicht Zuos Aufgabe, euch zu uns zu senden, aber eure Ankunft bietet uns eine Chance, die uns zuvor verwehrt war. Begleitet mich, dann erkläre ich euch alles. Begleitet Sturmsprecher. Wie ihr gesehen habt, schwärmen die Mantis aus. Es ist überraschend, dass sie den Mut haben, in das Mogushan-Gewölbe einzudringen. Der Beginn eines weiteren Zyklus kommt viel zu früh. Der Aufstieg ihrer neuen Kaiserin muss sie wohl angetrieben haben. Derweil melden unsere Späher, dass sich eine gewaltige Mogu-Armee im Norden sammelt, wie sie seit Lai Shen nicht mehr gesehen wurde. In der geteilten Aufmerksamkeit des Goldenen Lotus sehen die Mogu offenbar eine Gelegenheit, das Tal zu erobern und alle dort zu unterwerfen. Und das Besorgniserregendste? Obwohl das Tal von der Verderbnis der Schar gesäubert wurde, hängt weiter ein spürbares Angstgefühl in der Luft. Der Hohe Hüter spricht von einer drohenden Gefahr, gegen die wir machtlos sind. Ich kann ihn nicht aus seiner Trübsal reißen. Ach du je. Vielleicht habt ihr mehr Glück.